Für mich Online-Aktivismus bedeutet viel. Ich habe meine Aktivitäten im Iran schon angefangen. Das war zwischen dem Jahr 2009 und 2011. Und in diesem Zeitraum, das war eine grüne Bewegung im Iran gegen den Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Und in dieser Zeit, ich habe mit Blogging angefangen und mein Blog wurde durch die Regierung blockiert. Ein Jahr danach wurde ich in einem Protest gegen Mahmoud Ahmadinejad Ich festgenommen. bin Erfan und ich bin 29 Jahre alt. Ich bin seit 2018 in Deutschland gekommen und ich studiere mein Masterstudium in Medieninformatik. Gerade beschäftige ich mich immer noch viel mit dem Iran und alles, was da passiert. Und die Menschen suchen nach Frau, Leben, Freiheit. Das ist, was ich in der Geschichte einzigartig finde. Wenn das Thema für euch interessant klingt und ihr dazu mehr erfahren möchtet, dann kommt ihr gerne zu TinCon in Festsaal im Kreuzberg in Berlin. Das findet am 8. Juni statt und gemeinsam mit havar.help Workshop. Ich freue mich darauf.